Einen wunderschönen guten Abend allerseits und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream im Microsoft Flight Simulator 2020. Wir werden heute gemeinsam fliegen von Pisa in Italien nach Nürnberg. Und nach Nürnberg fliegen wir heute gemeinsam im Airbus A320neo der Eurowings. Alex schreibt, hi Tim, bei Toolbar Pushback kann man jetzt einen Pushback planen. Das ist richtig, genau. Das habe ich auch ausprobiert. Ausprobiert, genau. Ich habe das auch gesehen und ausprobiert. Und wir haben es ja im letzten Livestream gesehen. Es hat durchaus seine Vorteile, wenn man das mit dem Pushback an den Pushback-Fahrer übergibt und wir das nicht selbst machen. Ach! Um Gottes Willen! Wir haben vergessen, den Pushback abzumachen! Miguel sagt, okay, danke, ich fliege nämlich gerne auf Wetsim, würde bei den Streams aber auch gerne mal auf Ivao mitfliegen, wusste nur nicht, ob man das dann auch hinbekommt. Ja, das sollte aber, denke ich, gehen, wenn du die Phrasiologie bei Discord kennst, die Phrasiologie bei Discord, dann sollte das gehen. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, jetzt geht der Pushback-Wagenfahrer hin, connectet sich und, Nein. Halt! Was ist das denn jetzt? Wieso ist die Frachttür denn jetzt noch auf? Warum macht er die Tür nicht zu? Das ist er hier. Ich hätte das besser eben nicht aufgemacht, oder? Jetzt kriege ich es nicht mehr zu. Taxi to Holding Point, Alpha Alpha Via, Romeo Echo and Runway, 2 to right, Lufthansa. Eurowings 11 Tango Papa. Da haben wir Pisa. Und ich glaube, ich hab ihn. Da ist der Turm von Pisa. Aber wir müssen gerade mal kurz den Lotsen kontaktieren. Moment. Diego, Flughöhe mal 3, sagt er, und dann schauen, wie weit die Distanz zum Airport ist. Also Flight Level 30.000 gleich 3 mal 3 durch 90 ist die Entfernung zum Flughafen, dort den Descent einleiten. Ja, die Formel kenne ich. Wir machen es bisher immer über diesen Descent von Discord. Discord, ich weiß gar nicht, worüber der das berechnet, aber der... Den Descent von Navi... Nee, von... Wie heißt das? Simbrief, ja. Oh, Leute, also nochmal. Also es geht um den Descent von Simbrief. Ich denke mal, ich habe euch jetzt so durcheinander gebracht hier, oder? 4200 ist die... ist die Höhe für das ILS in... Welche Höhe? Ich dachte früher wirklich... ILS ist höher. So gemessen, wenn man... Der Lotse, Moment. Ich muss mal gerade den Lotse anrufen. Einen Moment. Was ist das? 100. 40, 30, 20, retard. 10, 5. Und da sind wir. Reversers gehen raus. Ganz leicht. Reversers sind green. Und damit herzlich willkommen in Nürnberg. Wir müssen gerade mal... Jetzt habe ich hier irgendwie versehentlich die Fahrwerkstaste bewegt. Dann mache ich mal so. Wir fahren hier vorne mal ab.